Ja, aber ich kann auch jetzt haben wir endlich mehr Fußgut. Ja, jetzt fängt es wieder an. Sehr ätzend. Ja, wirklich. Gut, so, wo ist denn der Thomas? Ja. Bist du am Anfang? Was zu sagen? Herzlich willkommen. Wir haben jetzt extra gewartet, bis es wieder regnet, um zeigen zu können, dass das Ding wasserfest ist. Nicht weiter. Martin Herkommer wird jetzt eine solche Drohne starten, wie wir sie mittlerweile in der Bergrettung auch sehr, sehr häufig einsetzen. Der Vorteil von diesen Systemen ist, dass wir Kameras an x-beliebigen Stellen in der Luft platzieren, positionieren können und die Bilddaten dieser Kameras dann auf solche Einsatzfahrzeuge live übertragen können, um aus der Luft zu sehen, ob da jemand ist, den wir möglicherweise suchen. Die Kamera, die jetzt hier montiert ist, ist keine Tageslichtkamera, es ist eine Wärmebildkamera. Wir haben in Bayern... Die Möwen haben sich noch nicht komplett dran gewöhnt. Teilweise. Die Kamera, die montiert ist, ist so eine Wärmebildkamera. Das Bild wird übertragen in eins dieser Fahrzeuge hinein und erlaubt uns den Blick von oben, um Wärmequellen entdecken zu können. Wir haben im Jahr 130, 150 Sucheinsätze in etwa. Wir suchen dann vermisste Personen unter Zeitdruck. Und bei diesen Sucheinsätzen helfen uns diese Geräte sehr. Sie sehen, er steht völlig stabil in der Luft. Die Geräte sind mittlerweile so ausgereift, dass sie auch Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h kompensieren können. Lassen sich manuell steuern mit GPS-Unterstützung. Haben Reichweiten bis zu Kilometern, was gesetzlich derzeit nicht erlaubt ist. Gesetzlich sind wir derzeit limitiert auf Sichtreichweite. Und die Geräte können steigen bis auf Tausende von Metern. Derzeit ist die Gesetzeslage so, dass 100 Meter Fliegen über Grund bzw. im Umfeld gesetzlich erlaubt ist. Für uns in der Bergrettung war es sehr wichtig, diese modernen Techniken ins Einsatzgeschehen zu bekommen. Wir haben zu dem Zweck mittlerweile 8 solche Technikfahrzeuge in der Verwendung in ganz Bayern verteilt. Zu jedem Fahrzeug gehören etwa 10, 15 Personen, die sich dann auch mit der Technik auskennen. Und bei diesen Personen ist dann auch dieses unbemannte Fliegen immer mit aufgehängt. Was man jetzt sehr schön sehen kann, wenn Sie auf den Monitor achten, die Fahrzeuge sind komplett unsichtbar, weil die jetzt heute Morgen stehen und quasi Umgebungstemperatur haben. Das heißt, die Fahrzeuge sind wie ausgeblendet in dem Videobild. Sobald man ein Fahrzeug in Start führt und der Motor nur ein bisschen warm wird, sieht man natürlich dann sofort die Werbesignatur. Aber im Moment, Sie sehen sich hier stehen auf dem Bild, Sie sehen sich selber stehen, aber alle Fahrzeuge, die hier oben drin stehen, sind quasi invisible. Ja, die Taxis da drüben, wenn ich da mal die Taxis ins Visier nehme, die natürlich deutlich leuchten. Ja. Sieht quasi auf dem Monitor die Motorhauben der einzelnen Fahrzeuge hier drüben. Und es dauert auch sehr, sehr lange, bis die Temperatur wieder abnimmt. Die Drohne ist einsetzbar bei Wind und Wetter, heißt Windgeschwindigkeit 60 Stundenkilometer ungefähr. Überhaupt kein Problem für die Drohne, die hängt jetzt da oben hier am 7 Lufthaken. Egal welcher Wind da bläst, die bleibt genau an der Position stehen. Es sei denn, ich bewege sie mit der Hand hier nach links.
oder rechts, sobald ich loslasse, wird die Position hundertprozentig gehalten. Natürlich kann man die auch auf Wegflug schicken, das heißt ein vorberechneter Kurs, der quasi im Zugraster abfliegt, um auch sicherzustellen, dass man nichts vergisst. Seit einer Woche fliegt ein Kunde von uns zum Beispiel entlang von Autobahnen, da wird ein Wildschutz angebaut und der soll geschlossen werden und da wird jetzt kontrolliert, ob zwischen Zaun und Autobahn noch Tiere sind. Und es wird nach einem vorgegebenen Zugraster abgeflogen, sodass man sich hundertprozentig sicher ist, da sind keine Tiere eingesperrt quasi im Autobahnbereich. Ziemlich einfache, aber sehr sinnvolle Anwendung für sowas. Und natürlich eben die Personensuche, wie es hier erzählt worden ist oder erklärt worden ist. Dafür ist es einfach ein Top-Instrument und da müssen wir einfach schauen, dass wir da von den Rahmenbedingungen, von den gesetzlichen Rahmenbedingungen noch ein bisschen mehr Freiheiten bekommen oder vor allem auch diejenigen, die es einsetzen, mehr Freiheiten bekommen, um das sinnvoll einsetzen zu können. Vom Akku her? 25 Minuten haben wir jetzt Flugzeit mit einem Akkusatz. Das sind zwei Akkus drin, die können 25 Minuten fliegen in der Konfiguration. Wir können aber die doppelte Anzahl Akkus an Bord nehmen und können dann 35 Minuten fliegen. Aber nicht die doppelte Flugzeit, weil ja die Akkus auch wiegen. Ich habe ein Kilo mehr Startgewicht, weshalb ich natürlich dann auch wieder effektiv Flugzeit verliere. Mit hier Tiefer gehen. Dann sieht man auch schön vom Wasser den Downwash, was von der Energie da dahinter steht. Da sieht man jetzt schon, dass da eine ganze Menge Luft bewegt wird, ohne oben zu halten. Wir haben jetzt ungefähr 4,7 Kilogramm in der Luft, so circa. Aber wir könnten auch mit 8 Kilogramm fliegen. Und da haben wir immer noch genügend Leistungsressourcen oder rein Leistungsreserven, um die Drohne in der Luft zu halten. So ein Komplettsystem, wie Sie jetzt hier sehen, der XR6, den wir von Leo-Konzept vertreiben, hat einen Preis ungefähr 30.000 Euro inklusive Auswertungssoftware, Flugplanungssoftware, Transportsystem, Schulungen und so weiter, Videoübertragung, also das ist im Prinzip alles dabei. Ist jetzt natürlich schon eine stolze Summe, wenn man es vergleicht mit einer DJI-Drohne oder mit irgendwelchen selbstgebauten Koptern, aber es ist ein Arbeitspferd. Es ist wirklich so konzipiert, dass es rund ums Jahr jeden Tag einsatzbereit ist und man damit fliegen kann. Super. Ja. Was man jetzt im Moment auch sehr schön beobachten kann, ist die allgemeine Entwicklung rund um diese Geräte. Man kann beobachten, dass sie von Jahr zu Jahr doppelt so leistungsfähig werden oder auch halb so groß werden. Auch der Preis entwickelt sich entsprechend. Wir waren jetzt gerade vorhin auf den Medientagen beim Stand von DJI und konnten das kommende Produkt betrachten. Hat dann eine Größe ungefähr in diesem Format hier, ist vom Preis her dann wesentlich günstiger. Die Leistungsdaten der Kamera sind unglaublich. Mittlerweile hochauflösende Bilder, toll stabilisiert. Der Trend ist unübersehbar, dass diese kleinen fliegenden Helfer Stück für Stück Normalität werden. Bei uns in der Bergrettung sind es mittlerweile fast schon geworden. Wir haben derzeit etwa 40 Systeme im Einsatz. Ganz unterschiedliche Art und wir erwarten, dass sich diese Anzahl in den kommenden Jahren noch wesentlich erhöhen wird. Letztlich wird vermutlich jede Bergwacht, wir haben über 100 davon, ein, zwei oder drei solche Systeme verwenden, betreiben, weil wir damit in sehr kurzer Zeit schwierige Situationen abklären können. Wenn wir Personen suchen, prüfen wir typischerweise Aussichtsplattformen, wo man sich typischerweise verlaufen haben könnte. Das ist mitunter sehr zeitaufwendig, damit lässt sich sehr schnell anfliegen. Wir können in Bereiche reinblicken, in die wir sonst nicht sehen könnten. Gletscherspalten und dergleichen, zum Teil auch für die Einsatzkräfte sehr gefährliche Bereiche, lassen sich mit solchen Gerätschaften sehr leicht erkunden und abklären. Und auch die Steuerungsmöglichkeiten wurden in den letzten Jahren sehr stark überarbeitet. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, nur übers Telefon, über Tablet, Smartphone die Steuerung zu übernehmen. Es wird alles immer integrierter und kompakter mit einer rasenden Geschwindigkeit. Und es ist heute fast noch nicht abzusehen,
wo diese Technik in den kommenden Jahren sich noch hinentwickelt und in 3, 4, 5 Jahren der Stand sein wird. Was ich Ihnen jetzt am Schluss noch zeigen möchte, ist die automatische Return-to-Land-Funktion. Natürlich kann das auch schon vorab an der Flugplanung geplant werden, aber zu jedem Zeitpunkt im Flug kann der Pilot den Flug abbrechen. Was die Drohne jetzt machen wird, wenn ich abbreche, sie wird nicht den direkten Weg hierher nehmen, weil das unter Umständen gefährlich ist, weil Hindernisse im Weg sind. Sie geht auf eine vorprogrammierte Geschwindigkeit von 50 Metern, kommt hierher und wird genau dort landen, wo sie gestartet ist. Ich werde hier nichts anfassen in der Zwischenzeit. Nicht erschrecken, das sieht so aus, als ob die über Ihnen fliegt. Sie wird aber definitiv hier über der Plattform fliegen. Das ist von unten immer schwer zu sehen, aber die wird ganz senkrecht nach unten kommen. Ich betätige jetzt den Hebel hier und jetzt sollte sie steigen und nach Hause fliegen. Und eine Landung machen, die mindestens so weich ist, wie ich selber machen würde. Vom Fluglärm her kaum mehr als der normale Straßenverkehr außenrum. Im Vergleich zu einem turbinengetriebenen Helikopter sehr angenehm. Elektrisch angetrieben, keine Verbrennungsgase, keine Brandgefahr. Auch von dem her im Großen und Ganzen erwartungsarm. Das heißt, das Einzige, was ich warte, sind die Batterien, die müssen gepflegt werden. Und die werden regelmäßig ausgetauscht. So einmal im Jahr sollte man die Batterien wechseln. Vor allem, wir fliegen sehr viel damit. Also man kann so von 100 bis 200 Ladezyklen ausgehen und dann sollte man die wegschmeißen. Landegenauigkeit ca. 1 Meter. Das heißt, wenn wir 20 Minuten unterwegs waren, dann landet hier auch 1 Meter genau wieder, wo sie gestartet ist. Akkuentladung, also beim gewissen Level, berechnet die dann auch, dass sie nochmal zurückkommen muss oder so? Sie warnt rechtzeitig, genau. Sie warnt so, dass wir in der maximalen Entfernung, in der wir uns aufhalten dürfen, noch zurückkommen. Wir könnten einstellen, dass sie automatisch nach Hause fliegt. Ich selber als Pilot, als aktiver Pilot, halte überhaupt nichts von Computern, die mir Landeentscheidungen abnehmen. Weil ich will vielleicht nicht, dass sie da landet, wo sie hergekommen ist, sondern ich will im Notfall vielleicht auch sagen, boah, die ist so weit weg, ich will, dass sie 100 Meter weiter drüben auf der Wiese landet. Also ich möchte selber gerne entscheiden, wo die Drohne landet. Aber ich habe Rollzahl und Warnungen immer hier im Blick. 3 Kilometer Reichweite von der Telemetrie, alles verschlüsselt mit 2 Frequenzen. Das heißt, bei 21,5 Volt würde ich als Pilot von mir aus schon zurückfliegen. Bei 21,0 gibt es eine Warnung aus. Spätestens dann müsste ich mich entscheiden, das Ding nach Hause zu holen. Wenn ich es nicht tue, wird sie dann irgendwann vom Himmel fallen. Stürzt sie dann richtig ab oder tut die an der Stelle noch kontrolliert? Sie wird erstmal Leistung runternehmen, aber irgendwann schaltet sich dann bei 18 Volt der Navigationscomputer aus und dann ist Überschlag angesagt. Also das heißt, das ist dann aber noch nicht einmal so, dass die an der Stelle quasi senkrecht noch eine vernünftige... Die wird dann erstmal noch... aber ich sag mal, man muss wirklich mutwillig alle Warnungen ignorieren und zwar über einen längeren Zeitraum. Die fängt auch echt an zu warnen und zu schreien, hier Warning, Low Battery, Battery, Low Voltage. Und wenn man sich das natürlich 5 Minuten lang anhört, ohne irgendwas zu tun, dann liegt sie unten. Aber jeder, der die 30.000 ausgegeben hat, wenn der nur die Stimme hört mit Battery Low Voltage, schnell, ja. Und eigentlich vorher, also ich sage immer den Kunden, ihr dürft eigentlich nicht warten, bis die Stimme kommt. Ich warte im Flugzeug, wenn ich im Flugzeug fliege, auch nicht, bis die Tankwarnung kommt, sondern die Landeentscheidung ist schon lange davor, ja? Weil da kann immer noch was dazwischen kommen, mit Umweg fliegen oder so. Also wenn man da auf der sicheren Seite bleibt und konservativ rechnet, ist da eigentlich keine Gefahr des Verlustes. Ja. Haupteinsatzbereich bei uns in der Firma ist Vermessung. Also 3D-Vermessung, Landschaftsvermessung, Katastervermessung, Steinbrüche, Deponien, Baustellen etc. Aufwerke. Schäden in der Landwirtschaft. Unsere Hauptanwendungsgebiete. Und dann eben bei der Bergwacht die Personensuche, dann haben wir Firmen, die benutzen zur Inspektion von Windkrafträdern, von Funkmasten, von Fernsehtürmen, alles was ich, Ölbohrplattformen, Offshore-Windparks. Offshore-Windparks ist tricky, weil der Startpunkt nicht im Landepunkt sein muss, weil die auf dem Boot starten und das Boot betrifft hat. Und da sind natürlich diese automatischen Landefunktionen Todesurteil. Also da würde ich alles abschalten, was automatisch ist, weil dort landen, wo sie gestartet ist, ist mit Sicherheit immer eine schlechte Idee. Da
da ist der Pilot immer die bessere Wahl, weil der weiß, wo er mit seinem Schiff gerade ist. Wobei ich da ja wahrscheinlich auch eine entsprechende Peilmarkierung auf dem Boot setzen kann, ja, wo der dann gibt, das wieder es gibt die Möglichkeit, einen Laptop auf dem Boot zu haben, um den GPS einzustecken, ja, und der kommuniziert wieder mit der Drohne und sagt, ich bin da. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber der Pilot ist eh da. Und, das Steuern ist ziemlich simpel. Derzeit ist es ja auch so, dass der Pilot da sein muss. Also dieses vollautonome Fliegen ist derzeit keine Option in diesem Bereich. Insofern haben Sie immer mindestens eine Person, die das Gerät kontrolliert, und der ist dann am Ende eben auch zuständig dafür, dass die Landung wieder sicher erfolgt. Genau. Also meine Hauptaufgabe, wenn wir fliegen, ist Luftraumüberwachen. Also muss ich gerade sagen, das ist das Gefährlichste überhaupt, ist Luftraumüberwachen zu vernachlässigen. Man muss da immer auf der Hut sein, egal wo man ist, in den Bergen noch schlimmer als hier auf dem Flachland. Hier sehe ich das relativ früh, ich höre es relativ früh, in den Bergen kommen die über die Gipfel geflogen, gerade diese Hubschrauber, die Hüttenversorgungsflüge machen, die sind sehr tief unterwegs immer. Man hört sie sehr spät, man sieht sie sehr spät, und dann muss man echt gucken, dass man denen aus dem Weg geht, weil die Vorrang haben einfach. Und das ist das, was wir unseren Flugschülern auch beibringen in den 3-Tage-Schulungen, das A und O ist Luftrecht, Luftraumüberwachung und aufpassen. Und immer eher vorsichtig sein als wagemutig und sichtweit realistisch einschätzen. Was kann ich noch sehen? Kann ich sie in 800 Metern sehen, in Kilometer sehen? Und wie gut kann ich dann noch einschätzen, ob ein Flugzeug auf Kollisionskurs ist oder nicht? Im Notfall abbrechen, tiefer gehen, nach Hause fliegen. Interessant. Ja, noch Fragen? Wir sind morgen noch hier. Wir sind morgen den ganzen Tag hier. Ich habe morgen einen Vortrag beim UAV-Forum, wo ich ein größeres Projekt vorstelle, wo wir 7600 Hektar geflogen haben in 20 Tagen. Da war ein Hubschrauber auch eine Mods-Aktion, weil das bei Mannheim war, direkt neben der Kontrollzone. Ständiger Verkehr von Polizei, Rettungshubschraubern, Werksverkehr, wo es sehr anspruchsvoll ist, glaube ich. So Hochwasser, Schadensregulierung. Ja. Gut, dann danke schön, dass du gekommen bist. Geo-Concept GmbH.